Ich geb's mal durch. Jo, warte, gib mal her hier. Hallo. Der Einstieg wird geil, wa? Ach, hier war der Glockenturm. Genau. Die haben sie auch rausgeklaut. Ja, haben sie auch geklaut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu DT Picture. Wir befinden uns hier diesmal in einer heiligen Stätte. In einer katholischen Kirche befinden wir uns hier. Für mich persönlich ist es ein sehr schönes Erlebnis, das auch mal zu sehen. Nochmal eine fast intakte Kirche zu sehen. Naja, sag mal nicht so fast intakte, ja. Das ist schon ja, ganz schön. Also es ist auf jeden Fall ist es unsere erste Kirche, genau, die wir jetzt betreten haben. Sieht aber auf jeden Fall schon mal cool aus. Wir mussten hier durch das kleine Fenster, was im Hintergrund ist, zu sehen ist. Ja. Also, ja. Ich glaube, mehr darf ich nicht essen. Nee, also fetter sollte man nicht werden. Also, genau. Dann funktioniert es nicht mehr. Wir schauen einfach mal und ja, begleitet uns einfach. Ja, bis gleich. Ciao. So, hier sollte irgendwo der Eingang sein. Sieht auf jeden Fall übelst groß aus. Einfach geil. Hier ist schon das Fenster. Mein Kollege ist auch schon mal drin. Ich geb's mal durch. Jo, warte, gib mal her hier. Hallo. Einstieg wird geil, wa? Ich werd zu alt für diesen Scheiß. So, uns kamen hier gerade auch welche entgegen. Ja, echt lustig. Also wir haben denen gerade den Tipp gegeben mit der Tür hier vorne, wo wir durchs Fenster gekommen sind. Ja, wir haben jetzt mitgekriegt, dass hier eine Tür offen ist. Wir sind Intelligenzbestien, ja. Also Wahnsinn. Das sieht umwerfend aus, ja? Nein, das Fenster da. Das ist ja noch ein kleiner. Ich hab's gerne mal gesehen. Geil. Also für unsere erste Erkundung hier in so eine Kirche, also wirklich. Ja. So, gerade kam uns, was haben die für ein Kennzeichen gehabt, die gerade kam? Belgien, ja? Genau, aus Belgien kamen uns gerade welche entgegen. Wir haben das Auto schon gesehen, dachten, na, die kommen hier bestimmt auch zur Kirche. Ja. Schon übelst kaputt, aber dieses Feeling halt, ja? Das ist einfach so. Ist geil. Zum Glockenturm gleich. Werden wir auch gleich nochmal hochgucken. Ja, mal gucken, ob wir da überhaupt hochkommen, ja. Mal schauen. Aber die Decken, ja, das ist echt faszinierend, ja. Boah. So, wenn wir, ach, nee, da können wir gerade nicht gucken, da ist der Blitzkasten. Wenn man hinter den Herrn Dominik guckt, da ist der Ort, wo damals mal die Orgel stand. Hier vorne, ja? Ja. Da haben sie da gespielt, dann den ganzen Raum noch akustisch-mäßig und so. Das ist schon geil. Also muss ich sagen, also auf jeden Fall hat Tobias mehr Ahnung als wie ich, also von daher. Ja, das hat auch seine Gründe. Wahnsinn. Na, gehen wir mal hier lang. Vorsicht, das. Geil. Das Geländer hier ist, das hält irgendwie noch an drei Stehen. Naja, ja, wisst nicht, fass es nicht an. Aber ich hab immer so ein Glück. Alter. Boah. Alter, die Treppe hier ist noch nicht besser. Die dürften echt nicht dick sein, die Leute. Nee, hier oben ist nicht. Wow. Gehen wir hier einfach ein zweiter hoch. Ja. Bevor wir hier noch eine Kamera reinlaufen. Muss echt nicht sein. Genau, wir müssen ja hier einmal nicht mehr belästigen, sondern. Ich meine, alles schön und gut, ja, aber das ist echt. Was? Hm. Sieht man irgendwas? Nee. Achso, okay. Hier war. Oh, war hier, hier war noch nicht die Glocke, oder? Nee, die Glocke ist noch einzuhören. Achso, okay. Das sieht echt interessant aus, ja. So, dann gehen wir einfach mal ins Zimmer. Ja, genau. Dann hilfst du doch so gehen. So, warte, ich gehe mal vor. Ja, bitte. Also die Treppen auf jeden Fall. Tobias steht einfach auf dem Mist. Ja, Alter, auf jeden Fall. Ey. Natürlich, aber länger hätte so eine Treppe auch nicht ziehen können. Das Problem mit der Dreck, ey, da hast du echt keinen
Du hast keinen richtigen Halt hier drin. Hast du auch einfach nicht. Das ist halt das Problem. Aber ich kann dir halt sagen, die Sicht ist trotzdem, sieht trotzdem geil aus. Ist er, ja? Alter, wenn ihr irgendwas nachbockst, ja? Ich finde keine Sau. Das glaube ich. Ich kann nicht damit rechnen, dass du in so einem engen Gebäudeaufgang bist. Alles schön gut, ja, aber. Boah. Geil. Boah, ich feiere das richtig gerade hier. Wie gesagt, Tobias, du liebst das einfach, oder? Ja. Weil ich auch schon alles zu wachsen. Mach langsam, ey. Alles sicher, ist nur ein bisschen rutschig. Total. Ist sie wirklich noch sicher? Also wie die aussieht hier? Alter, so. Alter. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie ist ganz komisch die Fühle hier rumzulaufen. Ja. Rivola Glockenturm. Genau. Die haben sie auch rausgeklaut. Ja, haben sie die Glocke geklaut. Du bist wer? Ja, Dominik, wir gehen nicht weit vor, weil. Ich hab rein. Hier ist so schon alles, aber hier, wohin denn geht die Glocke hier genau? Eins weiter höher. Aber die ist nicht mehr da, ne? Nee. Also man kann sie auf jeden Fall nicht mehr sehen. Tut mir leid. Ich wollte gerade mit dem Stativ geschlagen. Ich möchte gerne eine Anzeige erstatten. Das geht doch ganz schön runter, ja? Ja. Schöne Malereien hier. Naja, was heißt das? Jetzt müssen wir wieder runtergehen. Die ganze Treppe wieder runter. Können wir nicht gleich aus dem Fenster hier sprengen? ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Qual ist, die Treppe nach oben zu laufen. Jetzt müssen wir die wieder runter. Du hast keinen Griff in den Schuhen, das heißt, du rutscht die ganze Zeit irgendwie aus. Dann ist es so eng, ich mit dem Rucksack hier, ich ecke die ganze Zeit überall an. Ist ja nur mein Rucksack. Ja, ist ja nicht meiner, Gott sei Dank. Naja, okay, lass mal wieder runtergehen. Ja. Mit diesem Lost Place auf jeden Fall sehr interessant selbst anzuschauen. Nur klein. Ja, sehr klein. Halt klein. Es ist halt wie so eine Dorfkirche. Also, deswegen haben wir jetzt nicht so viel Videomaterial, aber ich denke mal für so eine kleine Kirche, das reicht. Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal und ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Ciao. Tschüss.